Der Nachfolger trifft auf seinen Vorgänger. Ottmar Hitzfeld war da, um bei Felix Magath auch offiziell ihn als Meistertrainer der Bayern abzulösen. Das Ganze vor 30.000 Zuschauern, die Bayern in Rot mit den erwähnten 6 Änderungen. Ja, und noch ein bisschen schwer an Beinen nach dem 0:4 und der Rückreise von Zenit St. Petersburg. Wolfsburg wollte und Wolfsburg durfte zu Beginn mit Edin Dzeko. Der macht das erst sehr gut und dann fehlt ihm so ein bisschen die Präzision gegen Kahn-Vertreter Michael Rensing. Die Bayern machten dann auch mit, dann verflachte das Spiel wieder und der VfL aus Wolfsburg kam. Mit Marcelinho, den man mit Lincoln droht als Neuverpflichtung, Rensing und dann nochmal Gentner. Das war es dann schon eine Viertelstunde durch. Na, da steckte doch noch mehr Zenit St. Petersburg in den Knochen und ein bisschen die Hoffnung auch, die Meisterschaft im nächsten Heimspiel Mittwoch gegen Bielefeld fix machen zu können. Aber so ganz ohne Gegenwehr wollten die Bayern dann doch nicht vom Hof. Sagnol, Van Beuten, jetzt läuft so Jansen eine Kurve und dann hat er Pech mit dem schwächeren Rechten, dass er nur den Pfosten trifft. Das Ganze in der 23. Minute. Wolfsburg spielte, Wolfsburg kämpfte, Wolfsburg drückte, aber Wolfsburg traf nicht. Noch ein Beweis, noch ein Beispiel. Wieder ist es Marcelinho, der sich gut durchsetzt. 44. Minute, dann war Halbzeit. Der FC Bayern ließ 18 Torschüsse zu. Das hat es noch nie gegeben für den Rekordmeister seit Einführung der Datenbank. Nur seine Spieler hatten nicht getroffen. Felix Magath sauer, wir müssen doch längst führen. Taten sie nicht. Zweiter Durchgang, gleiches Bild. Wolfsburg auf dem Marsch nach vorne. Aber da gingen auch so ein bisschen die Kräfte schon weg. Immerhin hier, Hasebe macht das richtig gut. Die anderen schauen nur zu in Rot. Nochmal Hasebe. Der Abpraller kommt zum ehemaligen 60er Daniel Bayer. Der geht drüber, wieder nichts. Die Schlussphase, so langsam mussten sich die Münchner darauf einstellen, hier zum deutschen Meister gezwungen zu werden. Hier und heute schon. Denn Wolfsburg hatte Probleme. Grafitsch nochmal. Jetzt Achtung. Tunnel gegen De Michelis. Grafitsch und dann zu eigensinnig Pfosten und raus. Das Ganze 9 Minuten vor dem Ende. Dann kam doch mal Luboja auf Seiten des VfL Wolfsburg. Nochmal der Versuch, vielleicht in der Schlussminute noch was zu machen. Die Münchner stehen nur. Luboja macht das. Und dann Grafitsch, der tankt sich durch. Grafitsch, nein, 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 nein. Sie mussten heute schon deutscher Meister werden, die Bayern ohne Torschuss. Aber sie waren darauf vorbereitet. Das Weißbier an der Seite und Ottmar Hitzfeld mit seiner 7. deutschen Meisterschaft, seinem 25. Titel. Mittendrin die Bayern 0-0 und deutscher Meister. 19 Mal war er dabei als Manager oder als Spieler. Und da trauen sie sich nicht. Sehen Sie? Der ist das Marc van Bommel, ja. Und der will ihn nass machen und dann mit viel Diplomatie und sagen, pass auf, du bekommst eine Gehaltserhöhung, ja, wenn du jetzt nicht das Glas